Guten Morgen! Ihr seid chronisch unzufrieden, es ist einfach mal wieder alles zu kotzen und sowieso alles scheiße. Heute möchte ich Euch mal praktisch relevant eine grundlegende Denkweise an die Hand geben, wie ihr in solchen Situationen, egal ob sie nur kurzfristig Euren Unmut hervorrufen oder dauerhaft sind, wie ihr diese umgehen könnt. Denn daran, inwieweit ihr diese simple Logik befolgt, könnt ihr auch erkennen, inwieweit ihr wirklich unzufrieden seid. Denn sehr viele Menschen fühlen sich in der Tat nur wohl, wenn sie unzufrieden sind. Denn sich wohl fühlen ist nicht gleich, wenn man glücklich ist oder denkt, dass man glücklich ist. Denn fühlen ist ein biochemisch messbarer Vorgang. Man kann zwar noch nicht zu 100% die einzelnen Gefühle klar biochemisch herleiten, aber man kann, wenn ein Mensch sagt, dass er sich glücklich fühlt, einen besonders hohen Anteil an bestimmten chemischen Stoffen im Körper nachweisen. Und wenn ein Mensch, der ständig negative Zukunftsprognosen macht und ständig nur am Meckern und am Kritisieren ist, mit einer seiner vielen negativen Prognosen auch mal recht hat, dann werden in der Tat bei ihm Glückshormone gebildet und diese sind dann auch abbildbar. Und derjenige fühlt sich glücklich, weil seine Sicht der Welt bestätigt wurde. Auch wenn ein negatives Ereignis eingetreten ist, was ihn ja eigentlich unzufrieden macht. Aber er denkt dann nur, er ist unzufrieden aufgrund der gesellschaftlichen Konditionierung. Aber er ist in der Tat eigentlich glücklich. Sein Körper sagt, er ist glücklich. Und deswegen agieren so viele Menschen, weil sie gar nicht zufrieden sein wollen. Völlig wertungsfrei. Ist einfach ein Fakt. Dass das natürlich dann keinen Sinn macht und der selektiven Wahrnehmung und auch der Verdrängung der Wahrheit zuzuordnen ist, das ist dann Selbstreden bei diesen Menschen. Aber ich will Euch nur damit zeigen, dass Glücklichsein nicht zwangsläufig bedeutet, dass man sich über dieses Glück oder diese Zufriedenheit bewusst ist. Und daher ist dieses Tool, was ich Euch heute nun vorstellen werde, eben auch interessant, um zu erkennen, dass man gerne leidet und dass man sich eigentlich ganz wohl in seiner Dauerunzufriedenheit fühlt. Auch wenn man denkt, dass man das eigentlich nicht will. Der Körper jedoch lügt nicht. Wir befinden uns also in einer Situation der Unzufriedenheit. Nehmen wir doch einfach mal zwei einfache Beispiele. Ein relativ kurzfristiges Problem und ein dauerhaftes Problem. Was viele Menschen dann mit der jeweiligen Situation dann haben und eben dann auch zu Unzufriedenheiten führt. Das kleine Problem, das ist zum Beispiel für den Menschen das Hungergefühl. In der Mitte des Tages bekommt man einfach Hunger. Das große Problem, dann nehmen wir jetzt einfach mal die politische Situation in unserem Land. Die grundlegende Abfolge des Denkens bei der Konfrontation mit einem Problem stellt sich dann wie folgt dar. Erstens, kann und will ich dieses Problem lösen? Die Situation. Wenn nicht, dann zweitens, kann oder will ich das Problem oder die Situation umgehen? Und wenn das auch nicht geht, dann werde ich drittens die Situation akzeptieren. Denn es nicht zu akzeptieren, obwohl ich es nicht lösen kann oder will und auch nicht umgehen kann oder will, das bedeutet Unzufriedenheit. Und das will ich ja nicht. Also wenn ich es wirklich nicht will. Also Problem lösen, Problem umgehen oder in letzter Instanz Problem bzw. Situation akzeptieren. Jetzt direkt einfach mal plastisch und an den beiden konkreten Beispielen, damit ihr wirklich diese Denkweise auch verinnerlicht. Das sind wirklich bloß diese drei Dinge und dann auch in eurem täglichen Leben einsetzen könnt. Kurzfristiges Problem. Ich habe Hunger. Kann ich es lösen? Wahrscheinlich immer. Eventuell muss man dann die Konsequenzen wie den Verlust des Jobs, wenn man gerade in einer wichtigen Situation den Arbeitsplatz verlässt, wie zum Beispiel einer Operation, in einer Notklinik oder einem wichtigen Gespräch mit potenziellen Auftragsgebern. Aber es ist wahrscheinlich immer möglich, recht bald was zu essen zu bekommen in Deutschland. Aber will man es auch? Ja, eventuell. Wenn es in eurer Umgebung etwas Essbares ist und wenn die Situation anhand eurer Überzeugung es erlaubt zu essen. So. Wenn dies euch aufgrund eures Willens nicht möglich ist, zum Beispiel während einer Operation, könnt ihr dieses Problem des Hungers irgendwie umgehen. Das ist bei einem natürlichen Bedürfnis wie Hunger sehr, sehr schwer möglich. Aber ihr könntet zum Beispiel einen Bungee-Sprung machen, der dann aufgrund des hohen Adrenalinspiegels euch den Hunger vergessen lässt. Aber das ist oftmals nicht möglich oder hat ein für euch unangemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Zumal, wenn ihr die Zeit für einen Bungee-Sprung habt, dann wahrscheinlich auch, um euch irgendwo ein Brötchen zu kaufen. Daher muss man den Hunger dann einfach temporär, das ist die dritte Stufe, akzeptieren. Weil man weiß, am Ende des Tages, zu Hause hat man dann wieder seinen gefüllten Kühlschrank und gut ist. Nun das langfristige Beispiel, die politische Situation. Kann ich es lösen? Genauso langfristig wie das Problem ist, ist es auch nur langfristig möglich, daran auch etwas zu ändern. Aber es ist möglich, indem ich mich selber politisch engagiere,
Politiker werde. Also ja, die Menschen, mit denen man unzufrieden ist, ja, quasi ersetzen, diese Politiker. Und wenn man eben denkt, dass die Politiker selber nicht das Problem sind, sondern die Wirtschaft, quasi die wahren Entscheidungsträger sind, dann geht man eben in die Wirtschaft, dann kann man das ändern. Aber es ist lösbar. Die Frage ist dann, will ich das denn? Will ich mein Leben der Politik oder der Wirtschaft widmen? Ist es mir das wert, um das System zu ändern? Eventuell ja, eventuell nein. Gehen wir von dem Fall aus, jemand ist nicht bereit, damit wir das mal weitertreiben können, in die Politik zu gehen und ist aber trotzdem unzufrieden mit der Situation. Dann stellt sich die zweite Frage, ist es umgehbar? Ja, natürlich, man kann auswandern in ein System, wo es einem besser gefällt. Oder in den wenigen unberührten Flecken der Erde, ja, wo noch das System des Stärkeren existiert und man dann täglich ums Überleben kämpfen muss. Die Frage ist, will ich das? Machen wir uns nichts vor. Deutschland hat viele gute Seiten und wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viele gute Gründe, nicht auswandern zu wollen. Wenn man also nichts ändern will oder kann und die Situation nicht umgehen will und kann, was in beiden Fällen wahrscheinlich möglich ist, ja, dann muss man die Situation akzeptieren und sich nicht hinsetzen und rumlamentieren, wie scheiße das politische System ist. Das gilt natürlich nur für die Menschen, die, wie eingangs erwähnt, wirklich zufrieden im Sinne der allgemeinen Definition sein wollen. Die Menschen, die ihre Zufriedenheit aus Destruktivismus und Negativität ziehen, und davon gibt es nicht wenige, die schimpfen über das politische System natürlich weiter und sind einfach unzufrieden. Was ja auf biochemischer Ebene für die Menschen Zufriedenheit bedeutet. Das ist ihr Lebenselixier, diese Negativität, dieser Destruktivismus. Ne? Das ist ihr Lebenselixier, das sind sie zufrieden. Aber nehmen wir nochmal ein Beispiel, wo man wirklich nichts ändern kann und die Situation auch nicht umgehen kann. Zum Beispiel, dass man gefesselt an einer Wand steht und das Erschießungskommando gerade die Waffen lädt. Ne? In so einer Situation kann man, ja, kann man nur akzeptieren, um Zufriedenheit zu erlangen. Sich dann aber in den letzten Sekunden des Lebens dann noch zu ärgern, dass man gleich erschossen wird, na, das macht einfach keinen Sinn und zeigt dann eben auch dann nur die Hilflosigkeit der Menschen, die diesen Moment dann eben ja, auch unzufrieden mit der Situation sind. Eventuell werden sie von ihren Gefühlen übermannt, da kann man natürlich nichts machen, ne, wenn du Panik hast oder sowas, aber solange man in Gedanken fassen kann, ja, wäre das sozusagen der Ablauf. Diese Denkweise ist antrainierbar und ist erlernbar. Ihr steht noch nicht an der Wand. Ne? Ihr habt wahrscheinlich noch alle Möglichkeiten, euch etwas intensiver mit eurer Situation und euren Problemen auch auseinanderzusetzen. Geht wirklich diese Abfolge? Problem lösbar? Und will ich das zu den entsprechenden Preis? Wenn nicht, ist das Problem umgehbar? Und will ich das zu dem entsprechenden Preis? Und bei beiden Nein, dann Akzeptanz. Gibt keine Alternative. Zumindest, ja, wenn man nicht eben in der Unzufriedenheit seine wahre Erfüllung findet. Sage ich immer wieder dazu, was eben bei vielen durchaus der Fall ist. Ich kann einige Menschen sofort benennen aus meinem Umkreis und auch unter meinen Zuschauern, wo ich ja selbiges wirklich stark vermute, dass der Mensch wirklich nur glücklich ist, wenn er unzufrieden ist. Aber an alle anderen, die wirklich ja, wirklich unzufrieden mit einer Situation sind und nicht nur denken, sie seien unzufrieden mit der politischen Situation, alles scheiße, sondern die wirklich unzufrieden sind, oh, und sie wollen sich also aus dieser Opferrolle herausbewegen und sie wollen sich eben nicht da reinlegen, die können eben mit angesprochener Denkweise ganz klar sich positionieren und ganz bewusst entscheiden und sind dann auch zufrieden mit ihrer Entscheidung, weil es einfach die einzig logische Möglichkeit ist und die bestmöglichste Entscheidung, die man treffen konnte. Weil wenn man es nicht lösen kann, dann muss man es akzeptieren. Einfach unzufrieden zu bleiben, macht keinen Sinn, wenn man das Ziel hat, zufrieden zu sein. Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas inspirieren, erstmal wahre Unzufriedenheit ganz klar zu definieren und auch anzugehen und nicht im nebulösen Raum des Selbstmitleids hilflos rumzueiern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, euer Christian. Tschüss.